Moin YouTube, liebe Messerfreunde, willkommen zu einem neuen Video von mir. Und mit diesem Video möchte ich euch nicht nur ein wunderschönes Messer vorstellen, sondern ich möchte auch Danke sagen. Danke an einen sehr, sehr großzügigen Freund, der sich leider etwas aus unserer Szene herausgezogen hat und mir quasi als Abschiedsgeschenk dieses Messer hier geschickt hat. Ich weiß nicht, was ihn genau zur Auswahl dieses Messers für mich als Geschenk bewogen hat, aber es passt wie Faust aufs Auge. Nicht nur, dass es durch seine Art als Gentleman-Taschenmesser bezeichnet werden kann, nein, auch der Hintergrund zu diesem Messer passt zu mir. Und wenn euch interessiert, um welches Messer es sich genau handelt und warum das Messer eine Verbindung zu mir hat, dann bleibt doch dran. Ja, also vorab nochmal vielen, vielen Dank. Ich war wirklich überwältigt, als ich das Paket geöffnet habe und dann dieses Messer herausgeholt habe. Und noch viel mehr, als ich mich dann etwas über dieses Messer informiert habe. Da konnte ich nur noch sagen, wow, es hat mich wirklich umgehauen. Dieses Messer wird immer einen Ehrenplatz bei mir behalten. Beim Messer handelt es sich um das sogenannte La Morta vom französischen Atelier J.H.P. Jean-Henri Pagnon. Und der Jean-Henri Pagnon lebt in der Nähe des zweitgrößten Moores Frankreichs, der Grand Prière. Das ist ein Feuchtgebiet, ein Moor nördlich der Loire-Mündung. Und ja, da haben wir schon eine Gemeinsamkeit. Ich lebe auch in der Nähe eines größeren Moores hier in Norddeutschland. Und auch dieses Moor bei uns versteckt so den ein oder anderen Schatz. Nicht nur diverse Moorleichen wurden bisher geborgen, sondern auch ganz besondere Hölzer. Die sogenannte Mooreiche ist auch bei uns bekannt. Und das ist eben das Besondere bei diesem Messer hier, beim La Morta. Der Jean-Henri wurde in einem Zeitungsartikel auch mal mit Indiana Jones verglichen, mit einem Schlapphut auf in Outdoor-Kleidung und einem Jeep sucht er nämlich nach den Stämmen, die vor Tausenden von Jahren im Moor versunken sind und birgt diese. Und daraus macht er eben diese charakteristischen Schalen für seine Messer. Bevor ich euch das Messer aber aus der Nähe zeige, zunächst die technischen Daten. Es hat eine Gesamtlänge von 20,5 cm. Der Griff ist 11 cm lang, bleiben nach Adam sein Riesen also noch 9,5 cm für die salbeiartige Klinge. Die Klingenstärke beträgt gerade mal 2,4 mm und besteht aus einer Damastklinge aus RWL 34 und PMC 27. Und das Gewicht des Messers beträgt 116 Gramm. So, jetzt gibt es ein bisschen Knife Porn. Schaut euch mal diese wahnsinnig schöne Damastklinge an. Eine sehr tiefe Ätzung, das merkt man auch, wenn man mit den Fingern oder mit dem Fingernagel über diese Klinge streift und man spürt jede einzelne Linie hier im Damast. Teilweise gibt es sogar richtige kleine Vertiefungen in der Klinge. Das macht sie zwar nicht besonders geeignet, um damit irgendwelche fettigen Käse zu schneiden, aber es sieht einfach nur umwerfend schön aus. Auf der linken Seite dann das Logo, ein Baum. Ich nehme an, es soll eine Eiche darstellen. Und darüber dann der Name des Messers, La Morta. Die Klinge verfügt darüber hinaus noch über einen Nagelhau im vorderen Bereich. Jetzt nochmal die rechte Seite. Auch hier eine wunderbare Struktur des Damast. Wie gesagt, in dieser Ausführung ist das Messer kein Schneideteufel. Aber die Klinge lässt sich relativ leicht nachschleifen und hält die Schärfe auch gut. Nun kommen wir zum Griff. Mooreiche, das Ganze so ein bisschen in Fischform gehalten. Der Achsnit steht etwas über und verfügt über eine Unterlegscheibe aus Messing. Und diese drei Punkte, die wir hier erkennen können, das sind Einlagen aus Mammutelfenbein. Finden sich auch auf der gegenüberliegenden Seite wieder. Und am Ende des Griffes haben wir dann noch diese Messinghülse, die als Fangriemenöse dient.
Die Rückenfeder des Slipjoint-Messers ist mit einer Guilloche verziert, zwar fast über die gesamte Länge. Diese Guilloche setzt sich auch auf den ersten 2 Zentimetern des Klingenrückens fort und dient hier als eine Art Jimping. Auch auf der Innenseite ist die Rückenfeder durch eine Feilarbeit verziert. Mit seinen 11 cm ist der Griff auch ausreichend lang, selbst für größere Hände. Der Griff ist so geformt, dass jede Handgröße den optimalen Griff finden kann. Und obwohl dieses Messer ein Slipjoint ist, braucht man hier keine Angst zu haben, dass die Klinge schnell zuklappt. Selbst mit etwas härterem Druck hier auf den Klingenrücken passiert gar nichts. Ich muss da schon wirklich stark drücken, um die Klinge wieder zu schließen. Und wenn ihr hier mal drauf achtet, auf diese Einkerbung hier und auf diesen Haken, dort greift ein kleiner Hammer der Rückenfeder und verhakt sozusagen die Klinge. Und um die Klinge wieder zu schließen, muss man, wie gesagt, sehr viel Kraft aufbringen, um dann das Rutschgelenk hier wieder aus dieser Vertiefung herauszubekommen. Also das ist schon außergewöhnlich und vergleichbar mit einigen Lajol-Messern, die ich schon mal in der Hand hatte. Da ist das Ganze ähnlich gelöst. Auch dort greift ein kleiner Hammer an der Rückenfeder in diese Nut hier. Nun ist dieses Messer aufgrund seiner Größe und aufgrund dieses wahnsinnig schönen Damasts nicht gerade ein Messer, das man tagtäglich mit sich herumträgt. Die EDC-Tauglichkeit würde ich diesem speziellen Modell hier absprechen. Es gibt allerdings auch einfachere Modelle, die man dann sicherlich auch zum Essen nutzen kann, mit ins Restaurant nehmen, um damit dann vor Ort mit seinem eigenen Messer sein Steak zu schneiden. Mir persönlich wäre es dann allerdings immer noch etwas zu groß. Aber man glaubt es kaum, das Atelier JHP gehört zu den wenigen französischen Herstellern, die ihre Messer auch in einer kleineren, hosentaschenfreundlicheren Form anbieten. Das Messer gibt es im gleichen Design, auch mit einer Gesamtlänge von nur 16 cm, also perfekte EDC-Länge für meinen Geschmack und da auch ebenfalls in verschiedenen Ausführungen, auch mit dieser schönen Damastklinge. Und das wäre dann auch eine Größe, die ich an besonderen Tagen in meine EDC-Rotation aufnehmen würde. Schauen wir uns zum Abschluss nochmal an, wie das Messer geliefert wird. Da gibt es hier diese Box mit dem Faltdeckel. Dort ist das Messer sicher in einer Vertiefung untergebracht. Und in dieser oberen Lasche findet sich zum einen das Zertifikat. Auch hier nochmal der Hinweis zum über 5000 Jahre alten Holz der Mooreiche. Und dann im unteren Bereich handschriftlich die genaue Ausführung des Messers mit der Unterschrift von Jean-Henri Pagnon. Außerdem finden wir noch eine Visitenkarte mit den Kontaktdaten. Und hier dann nochmal der obligatorische Größenvergleich mit meinem Victorinox Pioneer. Mit dem La Morta wurde mir ein passendes und vor allen Dingen sehr großzügiges Geschenk gemacht und es hat mich sehr gerührt, als ich das Messer ausgepackt habe und es in den Händen halten konnte. Vielen, vielen Dank nochmal. Wenn euch dieses Messer genauso gut gefallen hat wie mir, dann möchte ich euch einen Film vom Atelier JHP ans Herz legen, den ihr auf Vimeo findet. Den Link setze ich mal unten in die Kommentare. Dort wird in wenigen Minuten nochmal etwas über dieses besondere Holz und wie es geborgen wird erklärt. Und außerdem verweise ich dann nochmal auf ein englischsprachiges Video von Dr. Stefan Schmalhaus, der die etwas einfachere Version dieses Messers ebenfalls schon mal vorgestellt hat.
Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es bei mir heißt: Moin YouTube, liebe Messerfreunde. Bis dahin, tschüss.